Ja, hallo, ich bin der Micha von Falk und wir sind heute hier beim Guido auf dem Bauernhof und wir haben, glaube ich, heute einen ganz lustigen Tag vor uns, denn wir werden heute die Zwanni-Wette drehen. Und die Zwanni-Wette haben wir deswegen ins Leben gerufen, weil uns immer wieder vorgeworfen wurde, dass beim Ibex der Halter nicht hält. Und wir haben natürlich aus Fehlern gelernt. Deswegen haben wir für den Lux einen ganz besonderen Halter gemacht und wir sind uns eigentlich sicher, Guido, keine Chance, dieses Ding vom Lenker abzuwerfen. Und da wir die Zwanni-Wette kennen aus dem Internet, auch mit dem Fischi zusammen, ich finde sie sensationell, haben wir dich herausgefordert und du hast dankenswürdigerweise die Wette angenommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir aus diesen 10 Wetten alles machen können und wie oft wir heute verlieren oder gewinnen. Ja, was ist eine Zwanni-Wette? Mein Teamkollege Fischbach und ich, wir waren ja auf den Weltcups unterwegs und dann haben wir aus dem Spaß heraus immer so gesagt, hier springst du vom Hausdach runter für 20 Euro. Oder machst mal einen Flip ins Wasser rein und so ist es losgegangen mit den Zwanni-Wetten bei den Ghost Stories, wo wir gedreht haben und das ist eben eine Zwanni-Wette. Um ganz sicher zu gehen, montiert Michael Wald den Halter persönlich an Guidos Bike. Wette 1, der Willi. Nummer 1, ich danke dir. Der Single Trail. I know you look forward to my Christmas party, the biggest. The coolest, because of my famous kisses. Start planning. Oh Mann! Oh. Du nimmst wieder aus! So ist es richtig! Der Lux hält! Der Sturz. Come on! I did it all for you. And you take a kiss. Is all I'd ever need. Is all I ever had. Yeah, yeah, yeah. Come out and tell me why did you walk away. Baby, you. Vielen Dank. Zwanni! Die Treppen. Langsam der Letzte. Es macht Spaß mit dir. Schau mal. Gewonnen! Motocross auf der Strecke. Yeah!
Die habe ich gewonnen. Ist nicht runtergefallen. Wir sind gerade nur am Diskutieren. Ist die Wette jetzt gewonnen oder verloren? Aber eins finde ich interessant. Das Spielzeug ist richtig batschnass, total dreckig, aber ich weiß nicht, ob er das sieht, aber er funktioniert. Guido, diesmal klares. Ja, mach mal. Wir reißen mal auseinander, können wir wieder zusammenfassen. Kannst du rausgeben? Nein, ich kann nicht rausgeben, aber ich würde sagen, trotzdem, komm. Nein, reiß nicht zusammen. Klares Unentschieden. Also darf man nicht, gehört nicht uns. Ja, genau, Staatseigentum. Sauber. Die nächsten Folgen bei schönem Wetter. Heute haben wir keinen Bock mehr.